Dann rufe ich den nächsten Punkt auf. Punkt 3. Erste Lesung Gesetzentwurf der Landesregierung, Gesetz zur Änderung des Hessischen Ausführungsgesetzes zum Bundesmeldegesetz 2036/75. Das wird eingebracht vom Innenminister, Staatsminister Peter Beuth. Bitte. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich wollte Ihnen nur zurufen, der Kollege Kaffenberger hatte gefragt, wie die Bayern gespielt haben am Wochenende. Aber wir wollen. Herr Minister, bleiben Sie bitte bei der Sache, sonst müsste ich Sie ja fast trügen. Ne? Ich weiß das Ergebnis gar nicht. Ich hatte das nur übersetzt. Ja. Meine Damen und Herren, Sie riskieren, dass ich die Sitzung unterbreche. Also bitte, Herr Minister, Sie haben das Wort zur Sache, bitte. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf den Gesetzentwurf zur Änderung des Hessischen Ausführungsgesetzes zum Bundesmeldegesetz hier einbringen. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, hessische Kommunen gehen immer öfter dazu über, gemeinsame Verwaltungsbehördenbezirke nach dem HSOG zu bilden. Unter anderem werden gemeinsame Meldebehördenbezirke geschaffen. Unser hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesmeldegesetz enthält bislang jedoch keinen Verweis auf die Regelungen des HSOG und damit keine eindeutige Zuordnung des Melderechts zum Gefahrenabwehrrecht. Hier bestand daher Klärungsbedarf, um an dieser Stelle ein höheres Maß an Klarheit und Rechtssicherheit zu schaffen, haben wir mit dem vorliegenden Gesetzentwurf einen Verweis auf die einschlägige Norm des HSOG in unserem Ausführungsgesetz aufgenommen. Diese ausdrückliche Klarstellung, dass die Aufgabe des Melderechts zum Gefahrenabwehrrecht zuzuordnen ist, entspricht zum einen dem Wunsch der kommunalen Praxis, zum anderen entspricht sie aber auch unserer Koalitionsvereinbarung, nämlich rechtliche Hemmnisse, die eine interkommunale Zusammenarbeit erschweren, abzubauen. Die Anhörung der Beteiligten hat insgesamt keine Bedenken gegen die Änderungen ergeben. Der Hessische Städtetag hat lediglich auf die abweichende Auffassung der Stadt Frankfurt am Main hingewiesen, der Änderung aber letztlich zugestimmt. Zusammenfassend wird mit diesen geringfügigen Änderungen daher eine ganze Menge erreicht. Eine klare Zuordnung des Melderechts zum Gefahrenabwehrrecht, eine rechtssichere Möglichkeit für die Kommunen, gemeinsame Verwaltungsbehördenbezirke auch im Bereich des Meldewesens zu schaffen, die Stärkung der interkommunalen Zusammenarbeit und Vereinfachung bei der Umsetzung, die eindeutige Klärung der Fachaufsicht über die Meldebehörden und nicht zuletzt die Umsetzung der Koalitionsvereinbarung. Ich habe es gerade eben geschildert. Ich darf Sie daher bitten, den Änderungen am Ende zuzustimmen. Vorher wünsche ich uns im Ausschuss gute Beratung. Vielen Dank. Herr Minister, herzlichen Dank. Die Debatte beginnt der Kollege Ulloth, SPD-Fraktion. Herr Präsident, ich will zunächst einmal Ihnen für die ausgesprochen sachliche Führung dieser Debatte danken, dass Sie da eben dem Herrn Minister auch einen Hinweis gegeben haben. Das finde ich richtig und wollte Ihnen auch sagen, dass ich das Donnerstag schon mit Freude erwarte, wenn Sie da über den vierten Pokal berichten, den wir ja auch in der Zwischenzeit reingeholt haben. Liebe, danke, das spricht dafür, dass Sie guten Geschmack haben. Also, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, bei dem vorliegenden Gesetzentwurf geht es um zwei Dinge. Zum einen besteht Klarstellungsbedarf, um Rechtssicherheit für Kommunen zu schaffen. Zum anderen geht es darum, dass wir die Gültigkeit des Ausführungsgesetzes verlängern müssen. Zum Klarstellungsbedarf. Das Hessische Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, HSOG, ermöglicht in den § 82 und 85 die Möglichkeit, gemeinsame Ordnungsbehörden und Verwaltungsbehördenbezirke zu bilden. Wie im Gesetz zu lesen, gehen hessische Kommunen in der Tat immer mehr dazu über, einen gemeinsamen Verwaltungsbehördenbezirk zu bilden. Kurz zur Erklärung: In örtlichen Verwaltungsbehördenbezirken werden die Weisungsangelegenheiten des Ordnungswesens erledigt, für die die Gemeindevorstände bzw. Magisträte zuständig sind. Beispielsweise geschehen ist dies durch Verwaltungsvereinbarung im Januar 2020 zwischen der Gemeinde Messel und der Stadt Rödermark. Durch die Corona-Pandemie hat sich die Genehmigung durch das Regierungspräsidium zwar verzögert, doch Mitte Juni konnte dann der neu gegründete gemeinsame örtliche Ordnungs- und Verwaltungsbehördenbezirk
die Arbeit aufnehmen. Oftmals in diesem Zusammenhang werden auch gemeinsame Meldebehördenbezirke geschaffen. Da aber das hessische BMGAG bislang keinen Verweis über diese Regelung des HSOG enthält und bis dato eben da keine eindeutige Zuordnung des Melderechts zum Gefahrenabwehrrecht erfolgt ist, besteht hier Klarstellungsbedarf. Diese Klarstellung ist durchaus möglich, da es sich bei dem Melderecht um Gefahrenabwehr bzw. um Ordnungsrecht handelt und eben nicht um Verwaltungsverfahrenrecht. Das Ganze macht also Sinn, dass nunmehr ein Verweis auf die einschlägige Norm des HSOG aufgenommen wird und damit erhalten hessische Kommunen eine rechtlich einwandfreie Möglichkeit, einen gemeinsamen Meldebehördenbezirk einzurichten. Ganz kurz noch zur Verlängerung der Gültigkeit. Dieses Gesetz tritt außer Kraft, und zwar am 31.12. dieses Jahres. Insofern besteht hier Handlungsbedarf. Seitens des Bundesgesetzgebers sind Änderungen des BMG angedacht. Und weil diese Änderung möglicherweise auf unser hessisches Ausführungsgesetz Auswirkungen hat, macht es eben Sinn, auch das Ganze noch einmal bis Ende 2023 zu verlängern und in diesem Zusammenhang dann eben eine Evaluierung der bisherigen Regelung durchzuführen. Kurzum, wir stimmen diesem Gesetzesentwurf zu. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Kollege Ulloth. Nächster Redner ist der Kollege Alexander Bauer, CDU-Fraktion. Bitte. Hochverehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Nach den Einlassungen meines Kollegen von der SPD erwarte ich eine strittige und lebendige Diskussion im Innenausschuss. Aber in der Tat ist es ein Gesetz ohne großen politischen Sprengstoff. Es ist eine Verwaltungsänderung, die erforderlich ist. Denn zu einer leistungsfähigen Verwaltung gehört eben auch ein Meldewesen dazu. Und jeder Bürger ist in Deutschland verpflichtet, sich beim Einzug in einer Wohnung bei der zuständigen Meldebehörde seiner Gemeinde anzumelden. Ohne diese Information, wer wo wohnhaft ist, wäre die Arbeit für Politik und Verwaltung ungleich schwieriger. Das fängt schon bei politischen Wahlen an, die ohne Meldewesen nicht so einfach zu organisieren wären. Das Meldewesen ist freilich auch, das wurde erwähnt, als eine weitere Aufgabe der Gefahrenabwehr zu sehen. Und ohne Meldewesen ist insgesamt eine moderne und komplexe Gesellschaft nicht vernünftig zu verwalten. Deshalb brauchen wir diese Änderung und eine Fortsetzung dieses Gesetzes. In Deutschland lag das Meldewesen bei der Gründung der Republik in den Händen der Länder und dem Bund blieb nur eine Rahmengesetzgebung. Das hat sich seit 2006 im Rahmen der Föderalismusreform verändert. Seither liegt die ausschließliche Gesetzgebungskompetenz für das Meldewesen beim Bund. Und mit dem 2015 in Kraft getretenen Bundesmeldegesetz gelten seither bundesweit einheitliche Vorschriften für alle Bürgerinnen und Bürger unseres Landes. Und die Bürger haben im Rahmen dieser Gesetze natürlich nicht nur Pflichten, sie haben auch Rechte. Ich erwähne hier nur den Datenschutz. Das ist schließlich für alle ein hohes Gut. Zudem haben die Bürgerinnen und Bürger auch einen Nutzen durch diese gesetzliche Rahmengesetzgebung, denn ein funktionierendes Meldewesen vereinfacht schließlich auch viele Behördengänge, die ohne die Meldedaten ungleich aufwendiger wären. Bei dem konkreten Gesetzesvorhaben geht es darum, dass wir dieser Änderung natürlich zustimmen können, dem hessischen Ausführungsgesetz zum Bundesmeldegesetz. Es macht nämlich die konkreten Befugnisse, wie es der Kollege deutlich gemacht hat, für die Kommunen einfacher. Sie ermöglicht ihnen, gemeinsame Verwaltungsbehördenbezirke einzurichten und diese auch rechtlich einwandfrei abzusichern. Das Gesetz hat einen Verweis notwendig zu den Regelungen im hessischen Sicherheits- und Ordnungsgesetz. Da fehlte bislang die eindeutige Zuordnung und diesem Klarstellungsbedarf stimmen wir natürlich zu. Es wird lediglich in § 1 ein Satz ergänzt, nämlich dass die Zuständigkeit des Gemeindevorstands als Gefahrenabwehrbehörde nach § 82 HSOG explizit benannt wird. Mit dieser Überarbeitung des Gesetzeswortlautes in dieser einigen Passage wird letztendlich auch deutlich gemacht, dass der Gemeindevorstand diese melderechtlichen Aufgaben auch für eine andere benachbarte Gemeinde miterfüllen kann. Und da wir diese interkommunale Zusammenarbeit auch fördern und unterstützen wollen, macht es Sinn, diese gesetzliche Regelung auch entsprechend umzusetzen, meine Damen und Herren. Da es weitere Änderungen des Bundesmeldegesetzes geben wird, die angedacht sind, aber das Gesetzgebungsverfahren ist noch nicht auf den Weg gebracht, macht es Sinn, weitere Anpassungen zurückzustellen.
und deshalb zunächst dieses Gesetz mit dieser einen Änderung um 3 weitere Jahre zu verlängern. Ich komme also zum Schluss. Das Gesetz enthält unspektakuläre, aber rechtlich notwendige Anpassungen. Ich erwarte keine große Kontroverse im Innenausschuss und danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Bauer. Das Wort hat der Abgeordnete Stefan Müller, FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich fürchte, dass das Spannendste an der Debatte der Versuch einer Ergebnismitteilung im Fußballbereich zu Beginn war. Und da danke ich ausdrücklich dem Präsidenten für seine neutrale und objektive Verfahrensleitung am heutigen Tag. Ich komme zum Gesetzentwurf, der nach dem EID-Gesetz und dem Enteignungsgesetz der dritte Gesetzentwurf ist, der jetzt nicht fürchterlich strittig hier diskutiert werden wird. Das Melderecht als Gefahrenabwehrrecht einzuordnen ist, das teilen auch die Kommunalen Spitzenverbände. Das ist auch unserer Meinung richtig so. Und dann glaube ich, sollte man das auch entsprechend ändern. Die kommunale Zusammenarbeit zu stärken und zu verbessern, ist auch ein immer richtiger Ansatz. Das haben wir schon seit vielen Jahren hier alle gemeinsam vorangetrieben. Und wenn man das an der Stelle erleichtern kann und vereinfachen kann, ist es auch richtig. Das Einzige, wo ich es nicht ganz so einvernehmlich durchgehen lassen will, ist die Frage der Evaluation. Das Gesetz läuft zum Ende des Jahres aus. Man hätte schon jetzt eine Evaluation der bisherigen Regelungen vornehmen können. So ist es nämlich eigentlich vorgesehen, das jetzt um 3 Jahre zu verschieben, bedeutet 3 Jahre Verzug mit der Evaluation. Insofern zumindest die nachdrückliche Bitte, die Evaluation dann aber auch mit Nachdruck anzugehen und zu schauen, wo es weitere Verbesserungen und Möglichkeiten geben kann. Dass es dann erneute Änderungen gibt im Rahmen der Änderung des Bundesgesetzes, ist absehbar. Die werden dann sicherlich auch mit aufgenommen werden. Ich fürchte, es wird keine allzu streitige Debatte geben im Ausschuss. Muss es aber auch nicht. Wir haben genügend andere Themen, mit denen wir uns dort beschäftigen können. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Müller. Das Wort hat die Frau Abgeordnete Eva Goldbach, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Auch mir wird es nicht gelingen, die schöne und friedliche Stimmung zu zerstören. Das möchte ich auch gar nicht. Denn wie wir gehört haben, haben wir es hier mit einem sehr vernünftigen Gesetzentwurf zu tun. Wir begrüßen es ausdrücklich, dass die hessischen Kommunen immer stärker zusammenarbeiten bei der Erledigung ihrer Aufgaben, um Synergien zu nutzen, aber auch vor allem, um Fachkompetenz auszubauen und zu bündeln. Und diese interkommunale Zusammenarbeit unterstützt das Land Hessen nicht nur mit Fördermitteln und Beratung, sondern es ist auch immer Aufgabe des Landes, dort, wo gesetzliche Lücken sind oder Klarstellungen nötig sind, diese Lücken zu schließen. Genau das passiert mit diesem Gesetzentwurf. Denn die Gebietskörperschaften, also Kreise und Gemeinden, erhalten jetzt die eindeutige rechtliche Befugnis, gemeinsame, gemeindeübergreifende Verwaltungsbehörden, Bezirke im Bereich des Meldewesens einzurichten. Das ist doch mal schönes Behördendeutsch. Wir haben bisher schon im hessischen Polizeirecht eben die Möglichkeit, die Rechtsgrundlage für die Bildung dieser gemeindeübergreifenden Verwaltungsbezirke. Außerdem haben wir in der hessischen Landkreisordnung und in der hessischen Gemeindeordnung diese Aufgabe definiert. Das ist eine Aufgabe nach Weisung. Und sie ist das Meldewesen gehört zu dem Bereich Gefahrenabwehr, ganz konkret, weil es geht ja auch um die Registrierung von im Meldebezirk wohnhaften Personen. Es geht um die Feststellung von Identitäten von Personen, um die Feststellung von dem Wohnort. Zugriff haben Polizei, andere Sicherheitsbehörden und auch die Waffenbehörden. Also deshalb diese Zuordnung zum Gefahrenabwehrrecht. Und wie gesagt, in dem Hessischen Ausführungsgesetz zum Bundesmeldegesetz wird jetzt diese Lücke noch geschlossen, nämlich dass im Bundesmeldegesetz auf das HSOG, unser hessisches Polizeirecht, verwiesen wird. Und damit haben wir eine sehr schöne gesetzliche Grundlage für die weitere Zusammenarbeit unserer hessischen Kommunen.
Vielen Dank, Kollegin Goldbach. Das Wort hat der Abg. Hermann Schaus, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Eigentlich ist alles gesagt, nur noch nicht von mir. Von deswegen habe ich mich auch zu Wort gemeldet. Ich erwarte in der Tat nicht, wie Herr Bauer, eine kontroverse Diskussion im Innenausschuss zu diesem Gesetz. Ich habe mir sowohl das Hessische Ausführungsgesetz zum Bundesmeldegesetz als auch den § 82 HSOG angeschaut und finde da jetzt keinen Pferdefuß in dieser gesetzlichen Änderung. Das Einzige, da könnte ich jetzt sozusagen, wenn ich wollte, ich will aber nicht, sozusagen Schärfe in die Debatte einbringen, wenn ich sozusagen über den Datenschutz im Melderecht diskutieren würde versus NSU 2.0. Aber das werde ich ausdrücklich nicht tun. Insofern denke ich, dass wir das relativ zügig und konstruktiv und einvernehmlich ändern können, dieses Gesetz. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Schaus. Die Debatte ist beendet. Wir überweisen den Gesetzentwurf zur weiteren Beratung, zur Vorbereitung der zweiten Lesung in den Innenausschuss. Jawohl.